Singapore Airlines, das Singapore Tourism Board, der Changi Airport Singapur und der Flughafen München hatten zu einem Medienlunch in die Reitschule in der Königinstraße in München geladen. Guten Morgen, so einen herzlich guten Tag wünsche ich aus München. Singapore Airlines begrüßt Sie zu unserem Presseevent bei angenehmem Geruch auch draußen mit den Pferden. Das ist immer sehr rustikal. Mein Name ist Peter Tomasch und ich möchte Ihnen unser Team heute vorstellen. First of all, a hearty welcome. Thanks for coming to Munich. I would like to introduce to you our team. Consists of our general manager, Singapore Airlines, Mr. Mohamed Rafiman. We have Kai Lam, he's manager Southern Germany, also based in Munich here. Yeah. So he's a local. Dann haben wir Brigitte Fleischhauer, Direktorin von Singapore Tourism Board. Hallo, guten Morgen. Unser Presseagentur für das STB, Sarah Youssefi. Den Pressesprecher vom Münchner Airport, Ingo Ansbach. Und seine Kollegin. 2007 hat Singapore Airlines als erste Fluggesellschaft überhaupt das größte zivile Verkehrsflugzeug der Welt, die A380, geflogen, ein Vorreiter in der Luftfahrtbranche. Wir haben 15,5 Millionen Gäste in Singapur willkommen heißen dürfen. Der Löwenanteil kommt natürlich eher aus dem asien-pazifischen Raum. Aber wir sind auch stolz darauf, dass wir gerade aus Deutschland und UK einen großen Anteil von Besuchern nach Singapur bringen konnten. Good afternoon. My name is Rafi. I'm the General Manager for Singapore Airlines. We are very happy to be in Munich today to promote Singapore Airlines. From Munich, we fly daily to Singapore and to Manchester. From Frankfurt, we fly twice daily to Singapore and daily to New York. We have flown about 1 million passengers from Munich to Singapore and beyond. We invite all residents of your program to come to Singapore. Singapore is an exciting destination with a lot of attractions, as you saw today. Ja, diese Verbindung von München nach Singapur wurde ja im März 2010, also vor mehr als 4 Jahren eröffnet, und diese Verbindung ist sehr gut angenommen worden. Mittlerweile sind über 1 Million Fluggäste mit insgesamt 5.700 Flügen mit der Singapore Airlines unterwegs gewesen. Für uns als Flughafen München eine ganz wichtige Destination, zumal die ja dann eben auch über Singapur hinausgeht für viele Passagiere, die dann eben als Umsteiger zum Beispiel nach Australien weiterreisen. Und wir freuen uns sehr, dass diese Kooperation von Anfang an eigentlich so erfolgreich war. Wir sind überdies auch mit dem Flughafen Changi, also mit unserem Counterpart auf der anderen Seite, partnerschaftlich verbunden, haben da also ein Agreement unterzeichnet und erfüllen das auch mit Leben, indem wir zum Beispiel Mitarbeiter des Münchner Flughafens für eine begrenzte Zeit nach Singapur schicken, beziehungsweise Mitarbeiter aus Singapur bei uns begrüßen dürfen. Also ich kann das empfehlen, mit dieser Airline zu fliegen, die in der Tat neben dieser Strecke nach Singapur ja auch noch nach Manchester fliegt, von München aus. Das ist sicher eine interessante und gute Erfahrung, zumal wir auch heute gehört haben, dass die Kabine dieser Maschine, also die Sitze, hier nochmal verbessert werden, also noch mehr Platz und noch mehr Sitzkomfort für die Passagiere geboten wird. Denke ich, das ist für jeden eine wirklich schöne Flugreise. Singapore Airlines ist sicherlich im Kreis der Fluggesellschaften, die hier den meisten Platz, den meisten Komfort bieten. Singapore Airlines ist ja auch gerade erst wieder zur drittbesten Fluggesellschaft der Welt gewählt worden. Von daher also ein hoher Qualitätsanspruch, den wir als Europas bester Flughafen nach der letzten Skytrax-Befragung natürlich auch haben. Und insofern ist das eine Partnerschaft auf Augenhöhe, wenn man dann noch bedenkt, dass der Flughafen von Singapur als der weltbeste Flughafen gerade gekrönt und gekürt worden ist, dann passt das alles sehr gut zusammen. Nach der Vorstellung der neuen Kabinenprodukte, die wiederum einen neuen Standard für Flugreisen im Premium-Segment darstellen, wurde es höchste Zeit, auch die Premium-Küche auf der Terrasse der Reitschule zu probieren. Wir fragten ein paar Insider nach ihren Erfahrungen. Es war ein angenehmer Flug mit wirklich einem angenehmen Stewardessen, die einem jeden Wunsch erfüllten. Ich war damals begeistert, auch von Singapur selbst. Das ist ja eine Großstadt,
unwahrscheinlich, wenn man sich vorstellt, dass es ein Stadtstaat ist. Da ist Hamburg eigentlich gar nichts dagegen. Ich bin schon mal Singapore Airlines geflogen und besonders gut hat mir wirklich das Essen gefallen. Lecker, lecker, lecker. Fand auch ganz spannend die Outfits der Stewardessen. Also was ganz, ganz Besonderes, sehr, sehr sympathisch. Ich fand das Muster auch so toll, dass ich mir in Singapur dann gleich ein Halstuch gekauft habe mit dem Muster der Singapore Airlines. Ich kann wirklich sagen, dass ich bin ein paar Mal mit Singapore Airlines geflogen, auch nicht nur nach Singapur, sondern weiter auch nach Australien. Dass sowohl in der Eco man wahnsinnig viel Platz hat im Vergleich zu anderen Airlines. Es ist wirklich so, dass die Business-Klasse, glaube ich, die beste auf der Welt momentan ist, weil es gibt viele Flatbeds, die man hat bei den Airlines, aber so ein breites und so bequemes wie bei der Singapore Airlines, muss ich ehrlich sagen, findet man nur da. Und der Service ist natürlich was ganz Besonderes. Dieser asiatische Service, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr gutes Essen. Ich habe mal die Gelegenheit gehabt, mir das anzugucken, wo es hergestellt wird in Singapur. Es ist ein deutscher Küchenchef, der dafür verantwortlich ist und der es mit sehr viel Liebe und Genauigkeit macht. Und ich glaube, das Gesamtkonzept dieser Airline ist einfach wirklich toll.